Ich bin gerade in der Stadt unterwegs. Da fällt mir siedend heiß ein. Oh, ich habe zu Hause den Schlüssel liegen lassen. Ich habe mich ausgesperrt. Jetzt komme ich zu Hause gar nicht mehr rein. So ein Ärger. Jetzt muss ich einen Schlüsseldienst organisieren. Das kostet Zeit und Geld. Mensch, warum bin ich denn auch so schusselig? Und dann denke ich, uns Menschen ist noch eine ganz andere Tür zugeknallt, nämlich die Tür zum Himmel. Durch unser Misstrauen Gott gegenüber ist geistlich gesehen genau dasselbe passiert wie mit meiner Wohnungstür. Wir haben uns ausgesperrt. Ausgesperrt aus einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Da hilft nur noch eins: auf den Schlüsseldienst warten, auf den himmlischen. Warten, dass der zu uns kommt, der uns die Beziehung zu Gott neu aufschließen kann. Noch 9 Tage, dann wird der geboren, der für uns zum Schlüssel wird. Dieser Jesus, das Kind in der Krippe. Im Nachtgebet bete ich heute für alle, die sich neu Gott öffnen möchten und denen das doch vielleicht so schwer fällt, dass sie auf Weihnachten vertrauen. 22 Uhr, domradio.de, dein Weihbischof Ansgar.